Schloss Werdenberg ist ab dem 1. April wieder frei zur Besichtigung. Am 1. April ist freier Eintritt. Alle, die Lust haben, sind eingeladen. Ich sehe das Schloss jeden Tag, quasi fast vom Bett weg. Aber wenn ich dann so durch den Schlosshof laufe, hier rechts am Bistro vorbei, dann einen Blick ans Schloss aufwerfe, ist das immer wieder spannend. Was ist neu? Dort hat es doch eine Fahne. Was hat es mit dieser Fahne auf sich und was hat es sonst alles zum Sehen? Und dann der Blick auf den See und auf Städtli. Zu jeder Jahreszeit wieder anders. Dermal habe ich mit dem Thomas Gnägi, mit dem Museumsleiter, abgemacht und habe mich von ihm einfach spontan führen lassen. Ja, die Eröffnung nach dem Winterschlaf, die ist jedes Mal sehr spannend. Ja, wir eröffnen am 1. April mit dem Jahresthema Idylle, dass du das ganze Jahr so begleitet durch unsere Anlässe, Kultur im Bistro, Mediale und so weiter und auch durch die Ausstellung. So sehen wir hier an der Schlosswand eine von den zwei Wappenfahnen, die jetzt zwei, drei Wochen am Anfang hier hängen und das Thema ein bisschen mit einstimmen. Die Fahnen sind von unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen gefilzt worden. Also die Wolle so vorbereitet wurde, dass sie einen Stoff macht. Und die sind recht gross und die behandeln das Thema oder das Thema wirklich begleiten. Die einen handeln von Liebe, die anderen von Heimat und die Frage halt, wo ist die Heimat, wo gehört man an, was ist unsere Identität. Das tut uns mit dem Jahresthema sowieso die ganze Zeit ein bisschen umspielen. Die Idylle da am See, das Städtli und das Schloss. Es ist immer so gewesen, wird es immer so bleiben oder was ist vielleicht dahinter? Wie hat sich die Welt sonst verändert drumherum? Und was sind unsere Bilder heute, die wir damit transportieren? Das ist so unser Thema, wo wir das Jahr ein bisschen sehen wollen. Ich würde vorschlagen, wir gehen zur zweiten Fahne nur. Dann kann ich das nochmal aufnehmen, das Thema. Das müssen wir heute Nachmittag noch aufhängen. Wir sind ja erst in den letzten Vorbereitungen. Ein ganz interessanter Aspekt, oder? So zwischen Globalisierung und Identität in der eigenen Heimat. Also das Schloss bietet eben auch etwas für Neuzeit, für die Zeit jetzt. Absolut. Das ist, wir gehen immer vom Schloss aus und es ist ja ein Museum, aber ein Museum sollte ja nicht nur die Vergangenheit beleuchten, sondern sollte eher die Vergangenheit so beleuchten, dass wir mit ihr etwas für heute, für unsere Identität so können annehmen. Wir sind ja nicht kein Graf und kein Vögt, wir sind die modernen, globalisierten Menschen, aber wir haben ein Fundament, auf dem wir aufbauen können. Und da gibt es negative und positive Beispiele aus der Vergangenheit, die für heute Beispiele sind. Wir gehen jetzt ins Schloss rein, ich lege meine Mützen an. Müssen Sie vielleicht am Samstag dann zur Eröffnung auch machen, oder wenn Sie dann kommen. So bis im Mai rein dürfte es noch da und dort ein bisschen kühl sein im Schloss. Das Schloss bleibt also naturbelassen, nicht gross geheizt und Zeug und Sachen. Gar nicht geheizt, das würde im Schloss nicht gut tun, wenn wir das heizen würden. Darum haben wir geschlossen. Aha. Im Winter. Also, ja, weißt, ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Aufnahme gehabt. Da war es dann eben schon halben Winter, sind wir zu oberst dran gewesen. Da war es doch dann schon saumässig kalt gewesen. Ja? Nein. Ja, es ist noch kühl, das ist so. Und da ist zum Beispiel auch der Staubsauger noch. Wir tun hier noch einrichten, noch putzen, alles wieder auf Vordermann bringen. Und dann laufen wir da die Stege rauf, gell? Und irgendwie habe ich einfach das Gefühl, ich war schon oft in dem Schloss drin gewesen. Aber nachdem du vorher gesagt hast, die Flüchtlinge haben die Fahnen, die gefilzte Fahne aufgehängt. Es gibt schon immer wieder neue Aspekte. Ja, aber es ist auch wichtig, dass man ein Auge und ein Gespür für kleine Sachen hat, oder? Ja, ich glaube auch. Also die grossen Themen die werden von anderen Häusern bespielt. Und ich glaube, in den vermeintlich kleinen Themen oder eben die Themen, die uns tagtäglich berühren, liegen ganz grosse Aspekte. Und da kann man wirklich sich berühren lassen, ganz persönlich. Wir gehen jetzt rauf in den ersten Stock. Das heisst also, gibt es unten auch schon irgendetwas, so ganz speziell ist? Oder ist auch das, wo man sich schon gewöhnt ist und wo man meint, es kennen, aber als Werdenberger Leute man wirklich nicht kennt? Ja, es gibt immer wieder neue Aspekte. Also zum Beispiel letztes Jahr haben wir ja ein Stück Wand freigelegt. Und das ist eine Geschichte vorgekommen von einem Vogt, der seinen Sohn durch einen Mord verloren hat im Rheintal. Und die ist an dieser Wand aufgeschrieben, so eine Klageschrift. Und hätte man das nicht freigelegt, damals haben wir so das Thema Häutungen gehabt, das hat also auch idealerweise gepasst, wäre das nicht vorgekommen, wäre das also verschollen geblieben und die Geschichte wäre gar nicht ans Licht gekommen. Und so haben wir wie immer die Möglichkeit, an dem Schloss noch da und dort vielleicht etwas zu entdecken, neu anzuschauen und dann kommen immer wieder neue Aspekte. Ich führe Sie noch gerade zu einem solchen Aspekt, nämlich diesen ein paar Schuhe, die gefunden wurden in der Schlossküche. Ich kann gerade nachher noch mal ein bisschen darauf eingehen. Genau. Also, das sind natürlich Schuhe, die schon ein bisschen älter sind als die wir jetzt auf dieser Stege gesehen haben. Oder?
Jetzt sind wir im ersten Stock. Was hat es mit diesen Schuhen auf sich? Gehen wir vielleicht werden die Schuhe präsentiert. Denn, da wird eine wissenschaftliche Rekonstruktion von dem Schuh drin sein. Und da die Schuhe selber und Küchenmaterial, Holzlöffel, Holzschalen, alles um 1500 herum. Da drin, da im Schloss, in der Schlossküche, in der ehemaligen Burgküche, in einer Nische vermauert. Aha, das hat man da gefunden. Mamma mia. Wie ist man da drauf gekommen? Als man da vor zwei Jahren die Küche, den Zwischenboden weggenommen hat, der aus der Anfangs-Hilti-Zeit stammt, vermutlich, hat man auch Blättchen weggespitzt. Hier hat es drei Küchen gehabt. Eine Hilti-Küche, eine historische, hat man reingebaut in den 70er Jahren und eine Catering-Küche auch noch. Die hat man rausgenommen, weil man gefunden hat, das Tonnengewölbe wird man da so als Ganzes zeigen. Und dann sind hinter diesen Blättchen zwei so alte Fenster oder eben zugemauerte Fenster vorgekommen. Und die engen Fenster, die da gegen die Schlossmauer aussen immer enger werden, die hat man zumauern müssen, wo man die Stegenhäuser reingebaut hat. Sonst wäre ja der Rauch von der Küche immer da raus. Und dann, wo man sie zugemauert hat, hat man auch gerade das alte Zeug von der Burgmagd auch noch da drin versorgt. Vielleicht als Erinnerung, vielleicht als Abfall, vielleicht zum irgendetwas beschwören oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man das jetzt, vor zwei Jahren, da vorgeholt. Und letztes Jahr haben wir das in einer Archäologieausstellung gezeigt und jetzt kommt es definitiv da vorne raus, dann zum zeigen, dass es eben da eine Spur hat, die 500-jährig ist. Gell, Archäologie, da können auch Jugendliche betreiben. Da gibt es dann auch in diesem Jahr wieder ein Programm, wo man kann, im Keller oder wo kann man dann so ein bisschen schnuppern an dieser Archäologie, oder? Ich habe da zum Glück gerade ein paar Flyer dabei, zum Beispiel da Kinder im Museum. Und da kann man tatsächlich, das eine Programm heisst Graben und Forschen, da tut man im Keller unten Objekt ausgraben, wo man dann herausfinden kann, was das ist und darüber reden. Und am Schluss kommt man auch noch etwas über. Natürlich nicht das historische Objekt. Denn, und die Objekte selber sind natürlich auch nicht ganz historisch, sind nachgemacht. Aber für die Kinder ist das immer eine tolle Sache, dass sie so gehört, ja, wie richtige Archäologen können graben und eben forschen. Die sind begeistert. Ja, wirklich. Ja, bis jetzt hat es noch keine Reklamationen gegeben. Nein, im Gegenteil. Also, ja. Und jetzt haben wir hier vorne eben natürlich eben die zweite Fahne, die liegt jetzt noch da. Aber, Und da sieht man, wie gross die ist, oder? Das sind über 4 Meter gefilzt, wo ich glaube, es waren gegen 20 Flüchtlinge, die da die beiden Fahnen gemacht haben. Also völlig vermischt, gell, hast du gesagt? Ganz aus unterschiedlichen Weltgegenden. Und ich finde, gerade Bux ist ja noch so ein neuralgischer Punkt mit dem Grenzbahnhof, wo man das vielleicht ein bisschen mehr sieht wie sonst. Sonst ist die Schweiz ja nicht wirklich sehr stark betroffen vom Flüchtlingsstrom. Aber wir wollen mit dem ein bisschen darauf aufmerksam machen, auf die Thematik ist ja nicht vorbei. Oder? Vor einem Jahr haben wir viel mehr darüber geredet, heute ist das wirklich versiegt. Und ich denke, dass das da zu unserem Thema gerade, um eben ein bisschen hinter die Idylle, hinter unseren Wohlstand zu schauen und so weiter, dass das da gut platziert ist. Dazu kommt, dass die Fahnen tatsächlich auf eine Art eine Schweizer Reise gehen, die sollen. Am Anfang hat es in der Burg Zug und angefangen jetzt in der Burg Zug und weiter geht es jetzt bei uns. Gesehen, genau. Sollte dann vielleicht geht's noch zu anderen Burgen und Schlössern, wo gerade Burgen und Schlösser sind eben ein Punkt, wo fixiert sind. Also die sind unverrückbar. Da ist klar, was Heimat bedeutet. Und für die Flüchtlinge ist eben nicht klar, was Heimat bedeutet. Ja, aber sehr interessant natürlich, gell? Also auch hier natürlich, es braucht auch ein bisschen feines Gefühl, man muss auch irgendwie sich mit dem beschäftigen. Also Schloss lohnt sich wirklich auch für Leute aus der Region, für Werdenberg hierher zu kommen, sich vielleicht mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Also einfach von aussen anschauen, sagen, ist super, oder zu einem Event sollen wir noch kommen, aber natürlich. Also, und man merkt, du bist Fan von dem Ganzen. Ja, absolut. Eben, darf ich schnell die Malerei noch, einfach nur einen kurzen Blick darauf zeigen, dass wir da so etwas Tolles haben können vorholen mit der Denkmalpflege und mit einem Restaurator zusammen, ist natürlich irrsinnig. Das ist erzählt eine Geschichte vom ermordeten Fridolin König, also dem Sohn von einem Vogt, der 1712, 11 bis 13 da Vogt war und eben seinen Sohn verloren hat, der auf dem Weg nach Lindau einen getroffen hat und der hat sein Geld abgeknöpft und dann ist er halt
ermordet zurückgeblieben. Und weil er kein Recht erfahren hat, der Vogt, weil der Rindaler Vogt ihm nicht geholfen hat, hat er dann letztlich da die Klageschrift angeschrieben und seine Geschichte erzählt, um zu zeigen, was da ungesühnt geblieben ist. Weißt, ist interessant, da ist ja zum Teil der Film herzstark gedreht worden, genau in dem Raum drin. Und ich kann mich gut erinnern, das war damals noch nicht. Also es gibt immer wieder neue Sachen, gell, die man vorholt. Ja, absolut. Die Schuhe und das sind sicher ein Glücksfall. Also ich denke nicht, dass man noch mehr Sachen jetzt so einfach so mir nichts, dir nichts findet. Aber die Zusammenhänge werden halt erst mit der Zeit klar. Also wenn man die Baustruktur anschaut, wenn man da jemanden genauer schaut, einen Architekturspezialist oder so, oder wenn man die Zusammenhänge der Geschichte besser beleuchtet, plötzlich kommen so andere Aspekte rein, wo eben ja, so ein Haus und eben dann mit dem Haus so eine Geschichte aus dem Rheintal viel besser beleuchten können. Okay, ja. Dann gehen wir weiter. Wenn wir noch Uhr zum Relief zum Beispiel, wo jetzt ganz also, neu installiert wird. Also ich mag noch gut, ja. Also Schnuff von der Chöre ist nicht der Thomas Gnägi, sondern Schnuff von der Chöre ist der, der hinten anläuft. Achtung, Fahnen am Boden. Fahnen, jawohl, vorher hat es ein bisschen gerumpelt, da bin ich hinten schon reingelaufen. Du redest jetzt vom Relief, gell? Das hat es schon mal gegeben, oder? Das Relief ist Ende oder um die Jahrtausendwende zu einer Kantonsausstellung ins Schloss gekommen. Das Relief haben Gebrüder, oder nein, die Familie Gnädinger Modellbau in St. Gallen produziert damals. Es ist 10 Jahre in den Zinnen oben gestanden und in den Zinnen hat es bis vor einem Jahr, heute haben wir dort eine Möglichkeit, dass sie nicht mehr reinkommen, aber hat es eben Tauben gehabt. Und Tauben haben das Relief verschissen, es hat reingeregnet, es hat sogar reingeschneit auf dem Relief Schnee. Mag schön aussehen, aber es ist nicht gut für das Relief. Kann man sich vorstellen, ja. Und das haben jetzt die Familie Gnädinger hat das zurückgenommen, hat das renoviert. Die Freunde Schloss Werdenberg haben kräftig einen Batzen gesammelt zur Wiederherstellung des Reliefs und andere auch. Wir haben Geld gesucht und so steht das Relief heute wieder ganz frisch zu Weg. Nicht mehr in den Zinnen, sondern in der Dachkammer, in der grossen Dachhalle vom Schloss Werdenberg. Genau. Und wir sehen es jetzt das erste Mal und vielleicht wollen wir gar nicht zu viel zeigen davon. Genau. Wir müssen nämlich unbedingt selber mal da vorbeikommen und das anschauen. Es ist eben nicht nur ein Landschaftsrelief, wo man quasi die Landschaft kann sehen, wie sie so ist und welchen Punkt und wo, sondern es ist auch eine Hörlandschaft. Die Punkte, wo man dort drauf sieht, kann man hören. Man kann das Relief eben auch in seinem Bildergedächtnis aufleben lassen, wenn man einen Ort hört, wie er tönt. Wie der Ort tönt, dann hat man sofort das Bild von dem Ort und tut seine eigenen Bilder mit dem verbinden. Und so wird das Relief zu einem auditiven Erlebnis. Und ich denke, das ist sicher etwas einmalig so. Ich kenne das so nie nicht. Und es tut dem Relief glaub, ganz gut, dass es wieder gezeigt wird und man dass die tolle Arbeit wieder kann sehen kann. Ja, ich glaube auch, also wenn wir hier zu viel zeigen, dann wird man dieser ganzen Sache völlig ungerecht. Aber es ist schon gigantisch, wie man hier natürlich auch von oben runter unsere Heimat, unsere erweiterte Heimat sehen kann. Also Zürichsee, Wallensee bis zum Bodensee. Und eben dann, wie du gesagt hast, natürlich hier mit ganz verschiedenen Sachen. Also zum Beispiel Föhn in Amden haben wir jetzt hier gerade so. Und dann haben wir zum Beispiel Martin Seiler, Kleintheater. Und dann drückt man und dann gibt es eben audiovisuell, kann man das dann auch erleben. He? Aber jetzt wollen wir weg vom Relief. Genau. Ich glaube, Sie müssen selber kommen und selber schauen und hören. Einfach kann man da einfach kommen, da zahlt man Eintritt. Also am Samstag ist freie Eintritt für die ganze Bevölkerung. Das schon, aber sonst gratis. Kann man einfach... Und sonst hat man einfach ein Museums... Mit dem Museumseintritt, wo man ja, was auch vielleicht einmalig ist hier im Werdenberg, dass man zwei Museen ja hat. Also wir haben das Schlangenhaus, wo die Geschichte von der Region, die Kulturgeschichte stärker erzählt, auch die Städtli-Geschichte und da oben die Herrschaftsgeschichte, die ja über die Region aus wichtig ist. Und ich glaube, mit diesen beiden Häusern, wenn man sich dann einen halben Tag Zeit nimmt, wir haben 17 Hörspiele, oder? Neben dem Relief, in den ganzen beiden Häusern, wo man quasi über Geschichten kann das erleben, die beiden Häuser. Ich glaube, wenn man da einen halben Tag ist, hat man so viel Geschichte erlebt, Schweizer Geschichte, wo noch schwierig ist, das exemplarischer zu bekommen als jemand anderes.
Eben, zu den Öffnungszeiten ist es offen, man zahlt einen Eintritt und dann kann man alles nutzen. Also man muss nicht spezielle Münzen einwerfen. Nein, natürlich nicht. Ja. Und es hat neben der Museumsgestaltung hat es natürlich noch diverse andere Aspekte. Also die Hörspiele habe ich genannt, aber auch beispielsweise zwei Schattenspiele, ganz grosse, die raumfüllend sind. Oder eine Einführungsschau, das ist ein 3D-Puzzle, also real. Wir haben kein 3D, wir haben kein Screen oder so, kein Bildschirm aufgestellt, sondern es ist alles sehr nöch und haptisch inszeniert. Nur ein kurzer Blick da drin. Das ist das andere Kinderprogramm. Ich habe ja von Graben und Forschen geredet. Genau. Und das heisst Hab und Gut. Da geht es darum, dass in diesen Truhen Sachen von den Bewohnern des Schlosses verstaut sind und man über die in Workshops, die man buchen kann, als Schulklasse, kann da Themen vertiefen, zum Beispiel Essen im Schloss. Also wie hat die Burgmagd eben gekocht? Oder Wappen, was hat es mit Heraldik auf sich und so weiter, oder Kleider, Rüstung und so weiter, gibt es verschiedene Themen. Auch für die ganz Kleinen hat es eine Märli-Abteilung, wo man dann jemanden buchen tut und da ankommt und zwei Stunden da im Schloss verbringt. Also quasi das Schulzimmer verleiht da an den Tisch, wir haben da auch noch zweite Tafel und so immer im ganzen Schloss rum ist und da dann Sachen macht und die Truhe öffnet. Das ist für Kinder, aber auch Erwachsene können Führungen buchen, oder? Ja, natürlich. Ja. Wir haben ein reichhaltiges Angebot. Oder? Wir haben das Schlangenhaus, wir haben das Schloss, wir haben das Städtli, wo wir Führungen auch anbieten. Und jetzt gerade, wo das Werdenberg-Tourismus, Eingangsstädtli, neu aufgegangen ist und neu bewirtet wird, das steht auch in unserer Führung so. Gerade in diesem Aspekt gibt es natürlich über die Führungen aus, kann man dort auch andere Orte kennenlernen. Also man findet dort Prospekte über andere Möglichkeiten. Also Werdenberg tut sich so langsam etablieren als Ort, wo man Kultur und regionale Geschichten, Tourismus, auch Sportaktivitäten und so wirklich gut kennenlernen kann. Natürlich könnte man viel zeigen, wenn man eigentlich gar nicht. Man muss es wirklich selber erfahren. Thomas Knecki, was wäre so dein grösster Wunsch? So ein bisschen, vielleicht an die Region oder an die jetzt zuschauen? Ich erlebe es immer wieder, dass Leute, man hat es vielleicht vorher kurz im Bild gesehen, da hochkommen in den Schlosshof und das Bistro zum ersten Mal sehen. Buchser oder Grabser oder Gamser, also Leute aus der Region. Und sagen, was, da oben gibt es so etwas? Ich will mehr, dass noch andere Leute kommen und auch staunen, was möglich ist. Es geht darum, dass man das nutzt, das Potenzial, das da oben ist. Also das Bistro ist das eine, aber das Haus, das Gebäude, der Schlosshof, das Städtli, dass man das nicht eben idyllisch nutzt im Sinn von Jöwi Herzig, sondern daran kann Sachen lernen, daran kann ja, auf eine Art ja, wie eine Art lebenslanges Lernen, sagt man doch so schön, oder? Sich weiterbilden, indem man mal kommt auf eine Führung oder auch nur ins Schloss und sagt, ah, stimmt, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber da ist es sehr gut erzählt und da kann ich es mitnehmen, da weiss ich nachher etwas mehr. Und das ist glaube ich, noch gut. Das schult uns einfach so ein bisschen unsere Wahrnehmung, unser Schauen und das macht Freude.